Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. So, nehmen wir mal wieder mit. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. Genau, wo muss ich nochmal hinbringen? Genau, unten zur Sprechanlage. Genau, dahin war das. Dann redet er auch noch durch und der Telefonist oben kriegt so ein Schädel, dass er nicht mehr weiß, wo vorne hinten ist. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Sagt er noch was? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Was wissen Sie noch? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Nächster! Genau, nächster bitte! Ja. Nächster bitte! Rufus hat die Antenne von Frau Henkel. Oh, der Arme. Rufus dichtet Heuschrecken im Getreide. Rufus hat die Handmaschine missbraucht, um Schindel vom Anfang zu stehlen. Nächster bitte. Rufus ist ein Nichtsnutz. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Rufus hat die Antenne von Frau Henkel geklaut. Rufus dichtet Heuschrecken im Getreide. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt das Einzige und den der Punkt ist... Ja, aber jetzt Kopfhörer, komm mal mitnehmen. Rufus ist ein Nichtsnutz! Oh, der Arme. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Kopfhörer. Jetzt können wir hier einmal einsetzen. Jetzt kann's losgehen. Da wollen wir mal Cletus anrufen. Ist da jemand? Hallo, Cletus! Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Cletus! Komm schon! Deine Liebe ist die größte... Cletus! Cletus! Dum-dum-dum! Rufus ist der Größte! Rufus! Da-da-dap, man nennt ihn Rufus! Rufus! Da-da-dap, man nennt ihn Rufus! Rufus! Suche meine Verlobte! An alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Ich hab Ihre... Klar bin ich auf Deponia. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Wir machen das jetzt erstmal, bevor wir das hier sagen. Ich glaube, sonst will er hier alles wissen. Nein, das wollen wir noch nicht. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kennen Sie wirklich auch. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Was hat Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Ja. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein. Das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an.
Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Oh, der Klee ist jetzt so nett, ne? Ich mag ihn. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts. Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Ach, halt die Klappe. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ich will mit nach Elysium. Geld. Viel Geld. Ich mache das nicht für mich, ich mache das für Goal. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Keine Belohnung ist das alles wert. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Keine Belohnung ist das alles wert. Jeder hat seinen Preis. Also rücken Sie schon damit raus. Welches ist Ihr Preis? Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Geld, viel Geld. Passage. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation, unten auf der, oben auf der, untere Aufstiegsstation, oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Ja, genau. So, kurz vor dem Gespräch habe ich dann gestern eine Pause gemacht. Ich wollte das Gespräch erst dahinter aufnehmen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt einfach mal zur Krankenstation. Wo ist das Rostrote Meer denn? Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zur Krankenstation. Und sie ist weg, oder? Was? Wo ist sie hin? Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Du Arschloch. Sieh an, sieh an. Ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe.
Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh oh. Oh oh. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Oh, oh. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Oh, oh. Da ist nichts Gutes. Der ist dadurch jetzt plötzlich da? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, genau. Scheiße, scheiße. Und wie komme ich denn jetzt hier raus? Polizeifach, Feuerlöscher. Verdammt, 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 verdammt. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh... Kennen wir schon. Das klappt. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Und tschüss. Ab zu Wenzel. Ganz schnell. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ha, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Oh Gott, Toni und Wenzel, um Gottes Willen. Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... Vor allem mit der Kippe in der Schnauze. Meine Augen. Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest.
Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Das Elend schaue ich mir nicht länger an. Ich muss Goal retten. Du hast Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja, Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow, in dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Vor allem, wenn sie sitzt immer auf diesem Platz hier. Kann nicht mal da sitzen oder was weiß ich, hier stehen. Nein, der sitzt grundsätzlich hier oder chillt da. Ach ne, wo ist... Ich denke, im Keller. Wo ist sie denn hier? Ach da, Schrank. Goal! Schrank, Schränkchen, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Oh shit. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus? Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Scheiße. Scheiße. Ah, dann Quelle, da die Kellertür. Quelle? Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Können wir das? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nicht... Scheiße. Ich will mit Wenzels... Ich muss sie verbarrikadieren. Ach, verbarrikadieren müssen wir so. Können wir das hier mit? Jawohl, er geht. Shit. Oh oh. Was? Oh, ha. Verdammt. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Jawohl, fein küssen, ne? Rufus küsst Goal. Ja. In seinen Träumen vielleicht, aber weiter auch nicht. Ja. Komm mal jetzt hin, ich bin gespannt. Oh, was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey! Das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's! Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier genug zu tun. Das mache ich aber später.